Einen guten Tag und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadtgeflüster, dem Videoblog des Bürgermeisters. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadtgeflüster, dem Videoblog des Bürgermeisters. Nachdem wir in der letzten Woche im neu gestalteten Rodaupark waren, sind wir heute wieder draußen, wieder vor Ort am Ludwig-Erhard-Platz. Ich stehe hier neben Ludwig Erhard. Das ist die Statue, die dem Platz ihren Namen verliehen hat, oder der ehemalige Wirtschaftsminister, der dem Platz den Namen verliehen hat. Und obwohl hier noch Warnbalken zur Absicherung der Pflanzbeete stehen, kann ich sagen, der Ludwig-Erhard-Platz ist fertiggestellt, die Baumaßnahmen sind abgeschlossen und wir können uns auf eine wirklich tolle, neu gestaltete Ortsmitte freuen. In den kommenden Wochen, wenn der Herbst richtig da ist, werden hier noch die Bäume gepflanzt, dann werden irgendwann die Warnbalken zurückgebaut und dann können wir im nächsten Frühjahr einen wirklich tollen Platz in seiner vollen Pracht feiern. Allen Beteiligten gilt an dieser Stelle auch mein Dank dafür, dass sie so gut miteinander gearbeitet haben und natürlich auch bedanke ich mich bei den Anwohnerinnen und Anwohnern, die dieses Jahr voller Lärm und Staub über sich haben ergehen lassen, aber ich glaube, es hat sich gelohnt für den Ortsteil Dudenhofen. Wir haben jetzt hier eine wunderbare Ortsmitte gestaltet, die wirklich ihresgleichen in Rottgau und darüber hinaus sucht. Ich lade Sie herzlich ein, sich den Ludwig-Erhard-Platz mal anzugucken. In den nächsten Wochen werden noch die Bäume gepflanzt. Das wird beginnen, wenn der Herbst richtig da ist. Und dann können wir im nächsten Frühjahr hier eine tolle Einweihung feiern und dann können Sie den Platz in der vollen Pracht sehen. Kommen Sie vorbei, genießen Sie es und wenn schönes Wetter ist, ist es auch ein toller Ort, um zu verweilen. Von daher schauen Sie sich es mal an. Wir freuen uns natürlich über Ihr Feedback. Derzeit laufen auch die Wahlen für das Kinder- und Jugendparlament. Und dort ist noch bis zum 13. Oktober die Möglichkeit, also jetzt bis Sonntag, die Stimme abzugeben. Daher die Bitte an alle Kinder und Jugendlichen, macht mit, gebt eure Stimme ab, denn für die nächsten 2 Jahre soll das Kinder- und Jugendparlament eure Stimme sein. Und das hilft nur, wenn möglichst viele abstimmen und ihre Kandidatinnen und Kandidaten aussuchen. Und wo wir gerade beim Thema Kinder und Jugendliche sind, auch unser Jugendtreff hat natürlich wieder ein tolles Herbstprogramm. Unter anderem gibt es ein FIFA-Turnier, da kann man sich noch bis nächste Woche anmelden, wenn man teilnehmen möchte. Und da wird dann ein Gewinner ausgespielt. Und es gibt eine Halloween-Party, bei der es auch möglich ist, sich anzumelden, mitzumachen, Spaß zu haben. Alle Infos gibt es dabei auf unserer Webseite oder auf Instagram. Von daher werden wir die Kontaktdaten und den Link in die Shownotes packen. Tatsächlich bleibt mir jetzt zum Schluss nur noch den Kindern und Jugendlichen schöne Herbstferien zu wünschen, denn die haben heute auch begonnen. Von daher genießt die schöne Herbstzeit, erholt euch gut vom Schulstress, Alltag und dann geht's in 2 Wochen wieder im berühmten Alltag los. Von daher eine schöne Zeit, alles Gute und bleiben Sie gesund.